Ja, Melanie Feist, die Sachen für die neue Saison sind in die Tasche gepackt, der Medienmarathon ist fast vorbei. Wie geht es weiter für Sie nach diesem Startschuss, verbandsinternen Startschuss in den Winter? Ja, wir haben nur 2-3 Lehrgänge in Oberstdorf nochmal und dann wird es aber auch schon zeitnah auf Schnee Richtung Lillehammer gehen und dann steht die Saison eh schon vor der Tür, lange haben wir nicht mehr. Wie sind Sie gesundheitlich durch die Sommervorbereitung gekommen? Ja, ich bin am Knie operiert worden im März noch und dann die Grundausbildung bei der Bundeswehr gehabt. Und es war nicht ganz so einfach die Saison. Jetzt war ich wieder 1,5 Wochen nicht ganz so fit. Kaum war der erste Schnee da, war die Erkältung auch schon parat. Und war schwierig, aber auf Schnee, das hat doch nochmal eigene Gesetze. Und mal schauen, wo es hingeht. Steht ja der zweite Weltcup für die Skisprungdamen an. Welche Ziele setzen Sie sich in diesem Jahr? Ja, dieses Jahr ist alles ein bisschen schwieriger geworden mit dem neuen Reglement, die neuen Anzüge. Es ist nicht alles so einfach und da wird sich das Feld neu mischen und dabei schauen, dass ich wieder mit vorne dabei sein kann und dann auch die WM ist natürlich das große Ziel. Wie muss man sich diese Reglementänderung vorstellen? Die Anzüge sind ja etwas enger geworden. Wie kann man sich als Athlet darauf einstellen? Ja, viele Chancen hat man nicht. Es ist halt jetzt alles ein bisschen enger im Anzug, ein bisschen unbequemer, das Flugverhalten ist ein bisschen anders geworden und man hatte den Sommer jetzt schon Zeit, das, sich darauf einzustellen, aber dem einen geht es besser, dem anderen, der kommt da nicht so zurecht und es braucht es einfach noch ein bisschen. Ganz kurz, wann geht es für Sie los? Wo? Mit welchem Wettkampf? Ja, ich denke, dass es in Lillehammer zum Saisonauftakt schon klappt und wir werden noch eine interne Quali ausspringen, weil wir doch einfach viele Mädels sind, aber ich gehe es mal davon aus, dass ich es nach Lillehammer schaffe.